Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Im Auge des Sturms Box von Santiano. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Im Auge des Sturms von Santiano, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier eine schwarze Box aus Kunststoff. Wir holen das Ganze mal aus der Folie und schauen uns dann im Detail an, was sich darin so befindet. Hier bietet sich das ganz gut an, aufzuschneiden. Jawohl. So. Okay. Also rein vom Format her, von der Aufmachung her, dürfte es sich hierbei um eine Lunchbox handeln. Also so eine klassische, ja, Brotdose, so eine Plastikdose. Hier lesen wir Santiano, darunter den Albumtitel Im Auge des Sturms. Und dann haben wir hier die fünf Herrschaften, die diese Band bilden. Und es sieht so aus, als wären die hier irgendwie in einem Maschinenraum eines Schiffes. Also passend zu ihren Liedern, passend zu ihrem generellen Lifestyle. Hier in einem Maschinenraum, okay. Das Ganze ist dann hier so abziehbar. Was haben wir hier dann noch? Das Ganze in schwarz mit so einem goldbraunen Rahmen. Und, jawohl, das habe ich eigentlich gesucht. Auf der Unterseite haben wir dann hier noch limitierte Fanbox und dann hier den Inhalt aufgelistet. Limitierte Deluxe Edition im Digipack. Karaoke CD, Kühlschrankmagnet, Schlüsselanhänger mit Seemannsknoten, Poster und exklusive Autogrammkarte. Dann haben wir noch die Credits und einen Barcode. Gut. Dann packen wir diese Banderole, diesen Umschlag mal weg. So sieht dann die Box aus. Die ist dann auch nochmal gebrandet hier mit diesem goldbraunen Santiano-Schriftzug auf der Oberseite. Ansonsten hier rundum in schwarz gehalten, auch auf der Unterseite. Okay, dann schauen wir mal hinein. Okay, so, wir haben hier einen Schlüsselanhänger. Dann einen Kühlschrankmagnet. Das Album im Digipack. Dann die Karaoke Edition, also das dürften wohl Instrumentals sein. Die Autogrammkarte. Und dann haben wir hier noch ein Poster wahrscheinlich und noch ein. Ah nein, das dürfte kein Poster sein, sondern irgendein Infoflyer, eine Infobroschüre. Dazu kommen wir noch. So, von innen schwarz, wie ihr sehen könnt. Dann packen wir auch die Box mal zur Seite. Machen gleich wieder diese Banderole drum. Gut. So, und es sind ja hier einige Sachen noch in Folie, die wir gleich mal entsprechend hier rausholen. Also wir haben hier einmal diesen Karabiner, diesen Anhänger. Gut. Dann haben wir den Kühlschrankmagnet, der hier in so einem kleinen Druckverschlussbeutel kommt. Und dann kommen wir zu den Tonträgern. Also einmal hier diese Karaoke-Version. Lässt sich hier wunderbar durchschneiden. Und dann natürlich das Album an sich, Im Auge des Sturms. So, müsste eigentlich reichen. Jawohl. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also vom Cover her ident wie auch schon das Boxcover. Santiano im Auge des Sturms, limitierte Deluxe Edition. Das ist neu, denn schauen wir mal kurz zum Vergleich, genau. Das stand hier unten nicht mehr, hier steht's dabei. Das Ganze kommt in einem Digipack, Santiano im Auge des Sturms lesen wir auch hier. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 13 Tracks an der Zahl, plus 4 Bonustitel, also insgesamt 17 Tracks. Wobei man sagen muss, diese 4 Bonustitel sind andere Versionen. Bedeutet, die 4 Lieder, die wir hier finden, die sind schon regulär in diesen 13 Tracks enthalten,
Allerdings haben wir dann hier die Orchesterversion dieser vier Tracks. Und wir haben dann hier auch noch Gastbeiträge. Und zwar einmal hier ein Duett mit Anna Brunner. Und dann haben wir einen Track von Santiano und Bannkreis. Also zwei Gastbeiträge, zwei Features hier auf diesem Album drauf. Credits und Barcode. Es ist das vierte Album von Santiano. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier ja, das Booklet vorfinden. Also, so sieht das aus. Hier haben wir die fünf Herrschaften mit ihren Instrumenten vor jeder Menge Nebel und weißem Licht. Okay, das gefällt mir schon mal wieder gut. Wir haben hier die Tracks inklusive der Lyrics. Also hier ist wirklich Track für Track abgetippt. Und man hat hier sogar die Laufzeit der einzelnen Tracks, also die Spiellänge, draufgeschrieben. Sehr schön. Also sehr, sehr textlastig das Booklet. Dann hier nochmal die fünf Herren in dem Maschinenraum. Weitere Lyrics. Also sehr, sehr viel Text, wie ihr sehen könnt. So, Bonustitel. Ja, die ist natürlich hier dann auch noch angeführt, wer hier bei diesem Orchester oder wer da irgendwie verantwortlich war. Und dann haben wir hier noch die Zusammensetzung der Band und dann natürlich noch die Credits zum Album. Und eine Danksagung gibt es dann hier auch noch. Okay. Ja, hier haben wir nochmal fünf mit Namen, also die fünf Bandmitglieder hier alle abgebildet. Hans, Tim, Axel, Björn, Pete und Andreas. Gut, und das könnte man eventuell hier als Wendecover verwenden. Achso, ja gut, nachdem es hier ein Digipack ist, kann man das hier nicht als Wendecover verwenden. Bei einem Jewelcase schon eher. Was haben wir hier noch? Okay, und hier haben wir dann noch einen Tourflyer inklusive Merchandise. Also, hier könnte dann Santiano live gesehen werden, wobei wir haben mittlerweile 2019. Die Tour ist wohl nicht mehr ganz aktuell. So, dann packen wir das Ganze mal wieder in diese Stecktasche rein, inklusive Booklet, und kommen zur Album-CD. Diese ist in Schwarz und Gold gehalten. Rein von der Optik her echt gut. Sieht schön aus. Und auf der Rückseite gibt es hier das Logo mit diesem Anker. Jawohl. Dann haben wir zusätzlich zum Album noch das hier, die Karaoke Edition. Und zwar kommt die hier nicht in einer regulären Papphülle, sondern hier auch wieder zwei Fächer. Das ist mächtig. Also man hat hier tatsächlich noch einmal ein Booklet reingepackt mit den gesamten Lyrics. Respekt, das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Also es sind ja im Prinzip die Instrumentals, also einfach die Musikstücke, nur die Musik ohne Text. Das heißt, man kann dann selber irgendwie singen und sich verwirklichen. Und dann hat man hier echt nochmal das Booklet mit den Texten beigelegt, obwohl es ja im regulären Booklet auch schon dabei war. Nicht schlecht. Die CD, der Instrumental der Karaoke-Version und hier dann auch nochmal die fünf Herrschaften. Die beiden Bilder kennen wir ja schon. Und hier auch nochmal das Maschinenraumfoto. Gut, so viel dazu. Dann haben wir eine Autogrammkarte, wo alle fünf Herrschaften wieder im Maschinenraum Platz genommen haben. Allerdings muss ich hier feststellen, dass diese Unterschriften aufgedruckt wurden. Ja, das muss ich ehrlich sagen, ist immer etwas schade, wenn man schon Autogrammkarten produziert, wenn man die dann nicht wirklich beschriftet, sondern wenn man es hier bedruckt. Schade. Aber ja, kann man hier sogar als Postkarte irgendwie versenden. Gut. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Dieses Poster ist im Querformat. So sieht das aus. Also auch hier nochmal die fünf Bandmitglieder in diesem Schiffsmaschinenraum hier. Oben rechts lesen wir Santiano. Das Ganze ist im Querformat und einseitig bedruckt. Rückseite, wie ihr sehen könnt, blank weiß. Dann haben wir etwas Spezielles. Und zwar haben wir hier einen Schlüsselanhänger. Also hier so einen Karabiner, kann man eventuell auch an die Hose machen, so eine Gürtelschlaufe. Aber ich glaube, es ist eigentlich für den Schlüssel gedacht. Und hier
Was lesen wir hier noch? Okay, Berlin, gut. Nichts weiter. Aber hier haben wir dann noch so eine Marke. Also hier so ein Anhänger mit Santiano-Logo in Schwarz und Silber beidseitig. Und das Ganze hängt dann hier an so einem Knoten. Also ich glaube vom Boxinhalt wurde das hier als Seemannsknoten benannt, bezeichnet. Ja, also das kann man sich an den Schlüssel hängen oder eben auch direkt an die Hose, an die Jacke, wo immer man möchte. Dann haben wir mit dabei einen Kühlschrankmagnet, der hier auch im Hochformat ist. Und was sehen wir hier? Die fünf schwarzen Gestalten hier in einem Boot. Und dieses Boot wird hier offensichtlich angegriffen von einem Monster aus der Tiefsee. Also sieht so aus wie so ein Kraken, der versucht das Ganze hier in die Tiefe zu ziehen. Und als letzten Boxinhalt, auch wenn ich es jetzt nicht wirklich als Boxinhalt bezeichnen würde, sondern es ist mehr ein, ja, eine Infobroschüre wahrscheinlich. Steuerbord Boutique nennt sich das Ganze. Okay, ja, wie zu erwarten haben wir dann hier Merchandise. Bedeutet so ein Sortiment über Santiano Merchandise. Das kann man dann hier so aufklappen. Also wie wir sehen können, hat die Band echt einiges im Angebot. Vom Feuerzeug bis hin zum Heckscheibenaufkleber, zum Trinkbecher bis zur Kerze und dem Frühstücksbrett ist hier alles dabei. Auf der Rückseite gibt es ebenfalls noch diverse Artikel hier zu bestaunen. Wenn man mit der Brotdose jetzt nicht zufrieden ist, dann kann man sich auch diese hier holen. Das ist dann wohl eher die für Kinder. Und dann hier auch noch ein Bestellformular. Also, die wissen auf jeden Fall, wie es geht, wie man seine Sachen verkauft. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal diese eben gezeigte Merch-Broschüre. Der Kühlschrankmagnet im Hochformat. Das Poster einseitig bedruckt im Querformat. Die Autogrammkarte, die, ja, bedruckte Autogrammkarte. Dieser Anhänger hier inklusive Seemannsknoten. Die Instrumentals zum Album Im Auge des Sturms. Sowie natürlich das Album an sich im Digipack. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Im Auge des Sturms von Santiano. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Santiano unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.